Tadaima to Yuzuku zu Final Fantasy 8. Und ich darf euch frohe Kunde, frohe Botschaft übermitteln. Meine einer wird morgen einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Mit, ja, ich verdiene besseres Geld und so weiter. Und oh, ich freue mich so, ich bin so happy, 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 happy. Ja. Zum 1.7. unterschreibe ich den Arbeitsvertrag und direkt am nächsten Tag fange ich schon an zu arbeiten. Also besser kann es nicht laufen. Ich habe auch morgen eine Wohnungsbesichtigung. Ich bitte euch alle, meine Fans, die mich unterstützen, bitte drückt mir die Daumen, dass das mit der Wohnung super läuft. Dann, wenn das auch super läuft, dann bin ich, sorry, dann habe ich echt alles, was man sich nur wünschen kann. Dann habe ich einen vernünftigen Job, wo ich vernünftig Geld verdiene, in Berlin. Und ich kriege eine Wohnung, die auch noch super gelegen ist, dass ich zu meiner Arbeitsstelle eine prima Verbindung habe. Ich fahre, weiß ich nicht, zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, je nachdem, welche Uhrzeit ich hin muss. Und ja, besser kann ich es mir einfach nicht vorstellen. So, wow, was für eine riesen Leimwand. Was ist denn das mit hier eigentlich? Dieses Störsignal wird auf sämtlichen Frequenzen gesendet. Sie müssen erst beseitigt werden, bevor man hier was sehen kann. Stimmt eigentlich. Der Präsident ist jetzt im Studio. Das sind Millionen von Soldaten. Wir kommen niemals da rein. So, Moment. So, jetzt ist alles hier wieder in Ordnung. Ja, wir kommen da nicht rein, okay? Was machen wir jetzt? Wir ändern den Plan. Was Besseres fällt dir nun nicht ein. Wenn wir den Präsidenten weg ist, ziehen sich die Soldaten bestimmt zurück. Wir gehen dann auf Sendung. Zwar ist es nicht mehr so spektakulär, aber es geht nicht anders, oder? Wir sollten da wirklich nicht hineinstürmen. Mach dir keine Gedanken über uns. Wir fügen uns deinen Befehlen und kämpfen. Das ist unser Job. Ich bin ein Zeit. Ich bin zu allem bereit. Ich bin bereit. Ich bin so bereit. Das ist doch dämlich. Nur blind gehorchen. Ist das euer Job? Dann habt ihr sicherlich ein sehr leichtes Leben. Sag, was du willst. Wir sind das Werkzeug für eure Ziele. Obwohl ich denke, dass ihr es nicht schafft. Oh. Was willst du? Sprich dich aus! Nee, lieber nicht. Sprich dich verdammt nochmal aus! Vergiss es, ist schon gut. Nein, es ist eben nicht... Das ist ein Befehl. Ich bin euer Auftraggeber. Wie ernst meint ihr das Ganze eigentlich? Pläne aushecken, als wäre alles ein Kinderspiel? Und diese Pläne ändert ihr auch nach Lust und Laune? Ohne unsere Ratschläge seid ihr doch aufgeschmissen. Denkst du, uns macht es Spaß, Amateuren wie euch zu gehorchen? Das war ein bisschen hart. Sorry, gar nicht so gemeint. Irgendwie hab ich mich geirrt. Ich dachte, dass alles klappt, wenn die Seeds herkommen. Aber das ist nicht so einfach. Ihr seid Auftragnehmer und nicht unsere Kumpels. Die Mission wird abgebrochen. Wir ziehen uns erstmal zurück. Wir sollten da wirklich nicht hineinstürmen. Eine Frage habe ich noch. Sehen wir denn echt so aus, als würden wir herumspielen? Aber es ist uns ernst.
tierisch ernst. Da ist jemand beleidigt. Was zum? Geht die Sendung jetzt los? Sieht so aus. Hey, was für ein Empfang. HD, Full HD, Qualität. Naja. Test, Test, 1, 2, 3. Wow. Liebe Zuschauer, können Sie mich sehen? Können Sie mich hören? Diese Sendung kommt nicht aus dem Netz, liebe Zuschauer. Das erste Mal seit 17 Jahren wird eine Sendung per Funk übertragen. Es ist unglaublich. Verzeihung, ich habe vor lauter Aufregung die Fassung verloren. Der galbadierische Präsident, gewählt auf Lebenszeit, wird nun eine Rede halten. Meine Damen und Herren, Präsident Derling. Die Flaggen im Hintergrund, die kann man ja so ein bisschen falsch auslegen, ne? So ein bisschen Ähnlichkeit mit Hitler. Pfuh. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute einen Vorschlag unterbreiten. Wir sind dazu bereit, alle Konflikte beizulegen. Wusste ich doch, er will Frieden schließen. Leider existiert immer noch kleinere Probleme, die wir noch lösen müssen. Ich möchte ein Treffen mit allen Staatsoberhäuptern einberufen. Bei dieser Gelegenheit werde ich unsere neue Botschafterin vorstellen. Hey, hey, hey! So ein Theater wegen einer Botschafterin? Sie ist eine Hexe! Hexe? Hey! Chifa! Oha! Was macht der denn da? Er stürmt natürlich rein. Was macht der denn da? Und Christus Typ? Geht nicht zu nah ran. Was machen wir jetzt, Squall? Hört auf, ihr provoziert ihn nur. Wir arbeiten jetzt für die Waldeule. Das hat uns nicht zu interessieren. Timmertrupp, hört ihr mich? Kommt bitte schnell her! Ihr habt die Befugnis, ich brauche euch! Scheiße. Chef! Squall! Na toll! Oh Gott! Kann ich noch? Ja, kann ich zum Glück noch. Truppe? Jetzt muss ich kurz gucken, hat er jetzt? Warte, Kopplung? Ja, okay. Warte mal, sind auch die richtigen gekoppelt? Ja, okay. Alles klar. Wir können. Wir können, wir werden und wir tun. TV-Station. Ich werde ihn verhaften. Was machst du denn hier? Siehst du doch, was wollt ihr jetzt mit ihm? Was wir wollen? Verstehe.
Er kannte Riona. Ist er ihretwegen hier? Ich hab's! Du bist wegen Riona! Halt bloß die Klappe! Hasenfuß! Er hat die Wachen überrumpelt und ist aus der Haft entflohen. Wieso war er denn verhaftet? Du Vollidiot! Xell, bitte. Halt den Mund. Ich kapier's jetzt, Küstes. Wir bringen ihn in den Garn zurück. Halt's Maul! So, so, ihr seid also vom Garden. Wenn mir etwas passieren sollte, wird der Galbadia mir die Garden aller vernichten. Lasst mich jetzt los! Jetzt haben wir wirklich Probleme. Wessen Schuld ist das? Amaxel. Ich hau jetzt ab. Viel Spaß noch, Leute. Einfach mal hinterher stiefeln. Komm nicht näher! Armer, verwirrter Junge. Willst du weiter oder zurück? Du musst dich jetzt entscheiden. Geh weg! Das Kind in dir sagt, geh weiter. Der Mann in dir sagt, geh zurück. Du weißt nicht, was nun richtig ist. Du brauchst Hilfe. Du willst doch aus der Misere befreit werden. Fresse! Es ist keine Schande, um Hilfe zu rufen. Noch bist du ein kleiner Junge. Nenn mich nicht Junge! Du willst kein Junge mehr sein. Ich bin kein Junge! Wenn du nicht mehr zurück willst, nimm Abschied von deiner Jugend. Was geht denn bitte da ab? Was ist passiert? Wo ist denn Schiefer? Keine Ahnung. Ihm wird doch nichts passiert sein. Okay, ganz unblutig ausgegangen. Unser Zug wurde zertrümmert. Sie haben ihn aufgespürt. Was ist mit den anderen?
Die kommen schon klar. Im Wettrennen sind sie Weltmeister. Ja. So, wenn ich gerade gucke, Viertelstunde haben wir geschafft. Im nächsten Part geht es weiter. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Bis dahin sage ich Tschüssi, eure Tita Kenshi. Und denkt dran, drückt mir die Daumen.